Okay. 6M. Sind die krass oder nicht? Warte mal. Boah, wir machen das einfach mit S hier. S, B, C, A, B. Warte mal. Was kommt nach. Bro, was kommt nach B? Chat, was kommt nach C dann? E, E, F. A, B, C, E, F, T. Passt. So, Gaming E-Sports Team. Okay, die sind noch sehr klein. 1v1 Turnier. Ist ein Community Team. Ja, okay, Community Teams gebe ich jetzt einfach hier irgendwo hin, Bro. Keine Ahnung. Was ist das, Chat? E-Sports Organization made in Wick HQ. XXXXXXXX. Aha. Was ist das? Was ist das, Chat? Vision. E-Sports und Content Organization based in Germany. Gut. Also, Nummer 1, diesen Titel immer. Also, schau mal. Auch wenn ihr zu irgendwelche Leute, die E-Sports-Team haben, hört auf, diesen Scheiß, Bro, den hat Wave, diesen Titel hier, diese Caption, diese Bio, hat Wave vor 4 Jahren gehabt, als allererstes. Und dann haben es alle nachgemacht und heutzutage haben es dann immer noch alle drin. Digga, holt euch mal was Gescheites, seid ein bisschen kreativ, benutzt ChatGPT, Bro, kein Plan. Und dann, ihr braucht doch einen guten Hashtag. Hashtag Find Your Vision finde ich jetzt ein bisschen flick. Der spielt noch? Ja, da kommen wir. Aber die haben wenigstens schon mal einen YouTube-Channel. Das ist schon mal gut. Wieso müssen diese ganzen Fortnite-Teams alle jetzt immer so auf Netflix-Filme hier schieben, Bro? Ihr signed legit einen washed Fortnite-Player, Bro. Du announced nicht Drake gerade. Ja gut, ob die neu sind oder nicht. Was ist das? Alter, okay, sind die wenigstens aktiv? Was? Okay. Was für eine starke Leistung von unseren Jungs in FNCS Woche 2, Runde 4. Gut. Die haben 80 Fortnite-Spieler. Partner, Playday, Opets. Yo, Peace, Mann, was geht ab? Ich bin's, euer Xerox. Ich wollte euch offiziell mitteilen, dass ich Team Corrigents als Commentator gejoint bin. Ich freue mich sehr auf die Zeit. Das ist auch dieses klassische, das sehe ich so gefühlt einmal am Tag auf Twitter. Irgend so in so einem Fortnite-Org, die signen dann irgendwie und dann so, was geht ab, Leute? Ich bin bla 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 und ich freue mich zu verkünden, dass ich bla 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 gejoint bin. Und dann kommt eine Montage. Bro, werd kreativ, Chat! Werdet mal kreativ! Denkt mal nach! Warum wollt ihr es? Warum macht ihr das, was alle anderen machen? Warum macht ihr das, was alle. Was sonst? Bro! Wie was sonst? Wie was sonst? Denkt ihr echt, das ist der einzige Weg, irgendwen zu announcen? Digga, wenn ihr was ernst meint, dann sollen die Dudes, die das Team leiten, nehmt euch euer fucking Auto, holt euch euer Zugticket, fahrt zu dem, denkt nach über irgendwas und macht was. Macht ein geiles Video draus. Fertig. Waren alle dasselbe. Ich gebe jetzt mal die alle hier auf ein Ding. Die sind retired. Und die waren schon besser, Jen. Die können wir schon ein bisschen weiter hochgehen, weil das sind so Community-Clans gewesen, glaube ich. Ich bewerte jetzt alles, Jen, auch. Ich bewerte jetzt auch Branding und sowas. Team Various. Ich finde immer diese E-Sport-Logos tot. Also die unbedingt. Was ich immer, wenn du jetzt ein E-Sport-Team machst, nicht solche E-Sport-Logos machen. Nicht diese E-Sport-Logos, sondern probieren irgendwas Neues zu machen. Team, wie viele Follower haben die? 1000 Follower. Team Various E-Sports Collection out now. We are pleased about a partnership with Sky. Das Jersey finde ich nicht nice. Finde ich auch nicht so nice. Warum ist da ein random Stock-Footage, wie sich irgendeine Frau freut? Also unmöglich, dass sich das irgendwer kauft, bin ich ehrlich. Also das ist so, ich finde sowas ist komplett quatschig. Ja, Bro, also die droppen eine ganze Kollektion, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Die haben 30 Abonnenten, aber haben eine ganze Virgin Abloh-Kollektion hier. Für mich, die Leute probieren, die starten was, ein Team, sehen alle anderen, denken sich, wir machen genau die gleiche Bio, wir machen genau den gleichen Content, wir probieren nicht irgendwas Neues zu machen, also. So, die haben auch noch kein YouTube-Chat, ich kann die halt nicht raten, Chat. Ich weiß nicht, wie lange es die gibt. Ich würde jetzt mal mit denen hier machen. Ich finde das Branding von dem cooler, die gibt schon länger. Ja, wieder eins zu eins dasselbe. E-Sport-Team based in Ding, competing in Fortnite. Wieso hat das jeder da drin? Was ist mit euch? Nein, jeder, der das drin hat. Jeder, der das... Bro. Wolfman is your mate. Was ist das für eine Scheiße? Woher soll ich wissen, wer dieser Goofy-Ass-Pinguin ist? Ich will mein Mate wissen. Woher soll ich wissen, wer dieser Pinguin ist? Oder sein Travis Scott Ugly-Ass? Woher soll ich das wissen? Ich kenne die nicht. So, das macht wieder mal gar keinen Sinn. Woher soll ich wissen, wer dieser hässliche Club-Pinguin-Looking-A ist, Bro? Oh, es ist sogar echt Club-Pinguin, Bro. Helden, Spoil nicht raten. Team 47, introducing two new content creators. Nein,
Ich sehe es jetzt schon, Chat. Ich sehe es jetzt schon, es kommt schon wieder. Das Fortnite Game, 47 Ballen. Aber ich finde ein bisschen cringe. Also ich finde ein bisschen cringe. Was geht, Freunde? Ich bin Felix und ich freue mich, euch bekannt geben zu dürfen, dass ich der neue Content Creator vom Team 47. Oh Mann. Wisst ihr jetzt, was ich meine? Fällt das den Leuten jetzt auf? Alles war jetzt bis jetzt gleich. Theoretisch sollten sich all diese Clan-Owner zusammentun und es wäre immer noch, man könnte, anstatt dass es 10 Teams sind, man könnte einfach eins draus machen und dann ist es wenigstens ein Team, die so sind. Aber wenn die mal ein Comeback machen, sind die safe hier. So, wenigstens hier mal CGN. Etwas, was man auch raten kann. So ein bisschen. CGN. So. CGN ist actually ein Team mit, das ist actually eine Firma, die haben actually Partner, sind jetzt aber auch nicht krass, haben jetzt auch nichts, auch noch nicht wirklich irgendwas krasses. Wir schauen mal deren YouTube an oder so. Okay, actually eine Website, haben sogar Razers Partner-Chat, haben hier sogar so Pros, ihr Jersey, was man kaufen kann mit Razer. Okay, haben halt auch, die laden halt, boah, ich denke mal, wie kriegen die einen Razer-Partner? Die machen doch gar nichts, ich check sowas irgendwie nicht. CGN kommt mal hier. Okay, wir schauen dann am Ende nochmal alles durch, Chat. Was ist das? Nochmal? Empowering the next generation of esports champions in Fortnite Game und Valorant. Aber hier merkt man schon ein bisschen hier. Schon ein bisschen mehr so. Okay, Epic Games mit einem neuen Modus. Welchen würdet ihr nehmen? Arena? Nein, Late Game Arena oder Arena? Keine Ahnung, was das ist. Okay. Hört auf, Chat, Spieler zu announcen mit ihrem fucking cringen Anime-Profilbildern von Twitter. Sagt denen, sollen sich wenigstens ein Bild von ihnen checken. Averia kommt hier hin. Swift. Ah, da ist Aras drin. Nicht mehr lang. 1000 Follower. Okay, was ist das, Chat? Das hört sich auch an. Guild. Nie im Leben ist Fokus S. Nie im Leben ist Fokus S. Und er putt dich on my mom. Putt dich on my mom. In Fortnite? In Fortnite ist es nicht drüber. In Fortnite könnt ihr nicht sagen, dass Fokus annähernd an Wave rangekommen ist. Seid ihr geistig behindert? Wollt ihr mir das annähernd sagen? Wave retire. Flexi, du bist in Eid! Ja, Leute, was geht? Wir machen heute eine Lippenlesen-Challenge. Ich werde einmal ein paar Wörter sagen und feuert einen Kopfhörer auf und hört ganz laut Musik und muss die Wörter gerade nicht sagen und dann einmal andersrum. Viel Spaß mit dem Video. FNCS. Nochmal. FNCS. Apfel? Ist das erste Wort? Apfel? Fokus ist sehr krass. Schau mal, es gibt nichts von Guild. Das Einzige, was Guild gemacht hat, war Spieler signen, aber die haben nichts mit denen gemacht. Okay, warte, wir schaffen noch mal durch. Okay. Digga, da werden die Leute ausrasten. Aber ich hab Bock. Okay, spammt alle mal ein paar gute Liste oder so darunter. Alle spammt alle mal W-Liste oder so.